Mitten in Bayern, wo sich die drei Stämme der Bayern, Schwaben und Franken getroffen haben und heute die drei Regierungsbezirke Oberbayern, Schwaben und Mittelfranken aneinanderstoßen, liegt die Gemeinde Langenaltheim am südlichsten Ende Mittelfrankens. Landschaftlich liegt sie sehr reizvoll auf der Jura-Hochfläche, umgeben von großen, schönen Waldgebieten in einer abwechslungsreichen Kulturlandschaft des Naturparks Altmühltal. 2006 konnte das komplett renovierte und aus dem frühen 15. Jahrhundert stammende Weinwirtshaus als Gemeindezentrum für unsere Vereine, die katholische Kirche und als Diakoniestation dienende Gebäude eingeweiht werden. Ein wunderschöner Saal mit Bühne und ein überdachter Innenhof mit Scheune stehen der Bevölkerung für Feiern und Veranstaltungen zur Verfügung. Mit 2200 Einwohnern, verteilt auf drei Ortsteile und mehrere Weiler, ist es heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass eine Gemeinde vor Ort praktisch alle Einrichtungen für das tägliche Leben ihren Bürgern anbieten kann. Die 1996 neu gebaute Grundschule bietet für unsere Grundschüler und die Hortgruppen alle Möglichkeiten. Der 1998 neu gebaute Kindergarten zählt zu den schönsten im ganzen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. In unmittelbarer Nähe von Grundschule und Mehrzweckhalle sind alle diese Einrichtungen zentral und vor allem nebeneinander gelegen. Neben einer ansprechenden Architektur und Raumaufteilung beeindruckt insbesondere der wunderschöne, im Schatten alter Linden angelegte Gartenbereich mit den verschiedensten Spielgeräten. Neben den bereits gezeigten Liegenschaften wurde 2003 auch das 1970 im Bereich eines Weihers gebaute Freibad General saniert. Wunderbar gelegen am Fuße eines Hanges, solarbeheizt und zu einem größeren Teil mit Quellwasser gespeist, bietet es für Jung und Alt alle Möglichkeiten. Kleinkinderbecken, Spaßrutsche, 3 Meter Sprungturm, großer Grill, Freilandschach, Massagedüsen, ein engagiertes Kioskteam mit breiter Angebotspalette und vielen alten, schattigen Bäumen. Immer wieder finden in der herrlichen Atmosphäre eines Sommersonnenuntergangs dort auch Konzerte statt. Regelmäßig das Open Air der Blasmusik. Oder verschiedene Klassikkonzerte. Hatte die Gemeinde Langenaltheim zunächst nur einen kleinen Fußballplatz, wurde 1989 der Sportpark am Steinbrunnen neu gebaut. Auf 2 Fußballplätzen, einer 400-Meter-Bahn, Hoch- und Weitsprunganlagen, 3 Tennisplätzen, einer Squash-Anlage, einem Eisstockschützenfeld sowie einem Allwetter-Mehrzweckspielfeld
kann man sich seinem jeweiligen Lieblingssport hingeben. Auch für das leibliche Wohl wird in der Sportgaststätte bestens gesorgt, in der man auch das Schützenhaus und einen Fitnessraum findet. Über Jahrhunderte verdiente sich der Großteil unserer Bürger den Lebensunterhalt durch den Abbau der einzigartigen Solnhofer Platten. In den Steinbrüchen wurde und wird dieser Stein fast komplett händisch abgebaut und bearbeitet. In vielen bedeutenden Bauwerken der ganzen Welt läuft man auf Bodenbelägen aus den hiesigen Steinbrüchen. Diese liegen zwischen den Gemeinden Langenaltheim und Solnhofen. Seit ca. 150 Millionen Jahren liegen in ihnen zahlreiche Schätze verborgen. In den austrocknenden Flachwasserzonen des Jurameeres haben sich zahllose Tiere und Pflanzen dieser Zeit als Fossilien bis heute erhalten. Der erste Urvogel Archaeopteryx und noch weitere zwei Exemplare dieses weltbekannten Fossils wurden in den Langenaltheimer Brüchen gefunden. Ein ganz besonderes Fahrvergnügen kann man im Offroad-Park Langenaltheim kennenlernen. In dem weitläufigen Gelände ehemaliger Steinbrüche bietet sich den Offroadern in ihren Geländefahrzeugen ein ideales Gelände mit atemberaubenden Steigungen und Abfahrten, Wasserlöchern und vielen anderen Schwierigkeiten. Viele namhafte Kfz-Hersteller testen hier ihre Fahrzeuge und diverse Wettbewerbe mit entsprechendem Rahmenprogramm finden regelmäßig dort statt. Die Natur hat unsere Gemeinde besonders verwöhnt. Große Waldgebiete, Wiesen, Felder, Naturdenkmale, romantische, ruhige Täler und Höhen wechseln sich ab. Einer der vielen Wanderwege geht auch durch das Schrandeltal, das sich unmittelbar hinter Langenaltheim in Richtung des Geilachtales in unsere Nachbargemeinde Mörnsheim hinunterzieht. Anfangs ein breites Wiesental, dessen Nordhang noch zahlreiche Steinbrüche säumen, wird es immer enger, bis es schließlich gänzlich vom Wald geschluckt wird. Oberhalb bei den Steinbrüchen stehen auch die beiden ersten Langenaltheimer Windkraftanlagen. Ganz in der Nähe, im Süden des Ortes, steht seit ca. 500 Jahren die Schlagbrunneneiche an einem Wanderparkplatz. Ein wunderbar knorriges Naturdenkmal, das vieles zu erzählen hätte, wenn es könnte. Nur einen Katzensprung entfernt findet sich das 2011 von ehrenamtlichen Helfern sanierte Krauthaus. Erbaut wurde es 1859 innerhalb ehemaliger Krautgärten. Die dort ertragreicheren Böden waren Grund für den Anbau von Gemüse. Gemeinschaftlich verpflichtete man einen Krautgartenflurer, der im Gartenbereich ein Aufenthaltshäuschen erhielt und dort noch bis in die 1930er Jahre seine Tätigkeit ausgeübt hat.
Circa 300 Einwohner hat der Ortsteil Büttelbronn. Die dortige Trinitatiskirche mit Glockenturm, Torturm, Langhaus und wehrhafter Kirchhofummauerung geht in ihren Ursprüngen bis ins 12. Jahrhundert zurück. Wesentlich neuer sind das Feuerwehrhaus und die Mehrzweckhalle des Tischtennisclubs Büttelbronn. Insbesondere durch ihre hervorragende Dorfgemeinschaft konnten die Büttelbronner im Jahre 2011 mit hohem Eigenleistungsanteil ihr neues Feuerwehrhaus am Ortseingang von Langenaltheim kommend einweihen. Mindestens mit demselben Elan wurde 1992 die Mehrzweckhalle des TTC Büttelbronn fertiggestellt. Die Vereinsführung schaffte es seit Beginn an, nahezu das ganze Dorf für den Tischtennissport zu begeistern. Ein weiteres wunderschönes Wiesental ist das Rehlingertal. Umgeben von Wäldern verläuft es in Nord-Süd-Richtung und weist auch noch einen weiteren Arm in Ost-West-Richtung auf. In dem Tal liegt auch die markante Felsformation der Kappel, auf dem man gut klettern kann. Komplett durchzogen wird es vom steinreichen 5-Radweg bzw. einem Wanderweg, auf denen man überwiegend im Schatten der Waldbäume radeln und wandern kann. Neben den beiden großen Ortsteilen findet man in unserer Gemeinde auch mehrere Weiler. Höfen, zwischen Langenaltheim und Rehlingen gelegen, ist einer davon. Die drei dortigen Anwesen waren und sind teilweise auch heute noch landwirtschaftlich genutzt und erinnern etwas an Astrid Lindgrens Bullerbü. Beschaulich in einem kleinen Kessel gelegen mit ca. 220 Einwohnern ist Rehlingen unser kleinster Ortsteil. Mitten im Dorf, alles überragend, findet man die St. Laurentiuskirche. Es handelt sich um eine im Kern mittelalterliche Chorturmkirche,
die 1732 unter Beibehaltung von Teilen des Turmes und des Langhauses erneuert wurde. Dabei wurde die Kirche auch neu im Barockstil ausgestattet. Auf dem ausgelassenen, ummauerten Kirchhof sind mehrere Grabdenkmäler des 19. Jahrhunderts zu sehen. In neuerer Zeit wurde der Friedhof dann ans östliche Dorfende verlegt. Mit viel ehrenamtlichem Engagement der Dorfgemeinschaft wurde 2011 ein neuer Spielplatz mit Grillstelle angelegt, der weit und breit sicher einer der schönsten ist. Gleich daneben findet sich das ehemalige Reifeisengebäude, das 1999 zur Gemeinschaftsmehrzweckhalle umgebaut wurde und seither den Vereinen und Bürgern für Faschingsbälle, die Kirchweih und viele andere Veranstaltungen zur Verfügung steht. In das Gebäude integriert wurde auch ein neues Feuerwehrhaus. Mit einem Blick über den Lobuk und die etwas abseits gelegene Steinbruchsiedlung kommen wir in den Rehlinger Stein. Dort werden verschiedene Schottersortimente und Blockware gewonnen bzw. produziert. Beeindruckend sind die riesigen Maschinen, die im weitläufigen Gelände des Bruches Verwendung finden. Oberhalb Rehlingens, romantisch gelegen mit guter Aussicht, findet sich der Lohhof, eine Einöde aus drei Anwesen. Landwirtschaft und mittlerweile eine Biogasanlage prägen das dortige Ortsbild. Einen wunderbaren Weitblick Richtung Nordwesten ins fränkische Seenland genießt man von der Abbruchkante des Frankenschotterwerkes an der gräflichen Domäne Altheimersberg. Frankenschotter hat den größten Steinbruch in unserer Region. Viele Mitarbeiter arbeiten in dem riesigen Gelände mit einem beeindruckenden Maschinenpark. In den steilen Abbruchwänden brütet auch regelmäßig der Uhu.
Noch beeindruckender ist der Rundblick auf die Landschaft des Steinbruchgebietes, des Dreiländerecks, des Altmühltals und des Fränkischen Seenlandes, der sich vom Maschinenhaus eines der beiden ca. 180 Meter hohen Windenergieanlagen im Norden Langenaltheims bietet. Insbesondere die Kulturlandschaft unserer Gemeinde ist hier besonders schön zu sehen. Wohl romantischste Stelle unserer Flur ist das von dichten Wäldern am Schnittpunkt dreier Wiesentäler gelegene Dreiländereck. Die drei Stämme der Schwaben, Oberbayern und Franken hatten seit Jahrhunderten dort ihre Grenzen. Auch wenn das Aufeinandertreffen der Stämme damals sicher nicht immer friedlich ausgegangen ist, arbeiten die heute anliegenden Gemeinden im interkommunalen Verbund der Dreiländerkooperation sehr gut zusammen. Ausdruck davon ist das 2013 eingeweihte, durch LIDER geförderte Kooperationsprojekt der neuen Steinstele. Auch trifft man sich seit vielen Jahren dort regelmäßig im Juli zum Kommunen- und konfessionsübergreifenden Dreiländergottesdienst. Da die interkommunale Zusammenarbeit auch immer wichtiger wird, engagiert sich Langenaltheim auch im Verbund der Steinreichen Fünf. Mit Pappenheim, Treuchtlingen, Solnhofen und Mörnsheim trifft man sich regelmäßig, hilft man sich aus und veranstaltet gemeinsame Aktionen, um den Tourismus und den hiesigen Naturstein zu fördern. Wurde 2010 der neu gebaute Kreisverkehr im Pappenheimer Tal mit den Wappen unserer Mitglieder ausgestattet. Nach diesem umfassenden Rundflug über unsere Gemeinde, die Ortsteile und unsere Landschaft verabschiede ich mich von Ihnen und würde mich sehr freuen, wenn Sie Langenaltheim, die Steinreichen 5 oder die Dreiländerkommunen einmal besuchen würden. Zu einer der vielfältigen Veranstaltungen zum Wandern, zum Radeln oder zum Fossiliensuchen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.